Hallo meine lieben Pokémon-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen TCG-Opening auf meinem Kanal. Was geht ab, Leute? Wir öffnen heute dieses gute Stück hier. Da drin sind 18 Booster. Das ganze Display hier wurde mir gesponsert von Gate to the Games. Ich habe es schon mal gezeigt in dem Detective Pikachu-Opening, in dem letzten. Was ich alles von Gate to the Games bekommen habe, unter anderem dieses 18er-Display. Und das werden wir heute aufmachen. Und davon werde ich 10 Booster öffnen. 8 Booster werde ich mir allerdings aufsparen für ein anderes Video. Ihr könnt ja mal spekulieren, was da kommt. Aber 10 Booster werden wir heute öffnen. Ich bin gespannt, was wir bekommen werden. Ich habe keine Ahnung, wie gut diese 18er-Displays sind. Schaut auf jeden Fall bei Gate to the Games vorbei. Unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link. Wenn ihr darüber auf die Seite geht, kriegt ihr 5% Rabatt. Checkt den auf jeden Fall aus für nice Karten. Von Kräften im Einklang, alles mögliche, Zubehör, alles. Alles dabei. Ja, wir öffnen heute dieses Display. Ich bin super gespannt. Ich hoffe natürlich auf gute Puls. Viel Spaß. So, Leute, hier haben wir das gute Stück. Das gute 18er Booster. Sieht sehr, sehr sweet aus. Ich finde es so lustig. Das sieht irgendwie so winzig aus. Und es sieht nicht so aus, als wären dort 18 Booster drin. Wenn ihr mich fragt, also die 36er Displays fühlen sich so insane viel größer an. Aber wir haben hier alle, nee, nicht alle vier. Welches fehlt? Lucario und Melmetal. Okay, nevermind. Es ist oben drauf. Wir machen die Folie ab. Ihr wisst ja Bescheid, ne? Die gute alte Panzerfolie. Man kennt sie. Ich bin echt gespannt. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals ein 18er-Display geöffnet habe. Ich glaube ja. Ich bin mir aber nicht sicher. Wir haben ja auch das zum Hochklappen, wie in den normalen Booster, Booster-Displays. Und nur, dass es nicht ganz so smooth funktioniert. Hier hinten, das müsste eigentlich normalerweise hochgehen. Aber irgendwie will das nicht. Schaffe ich das? Ja. Also es ist einfach nur hier so ein einzelnes Ding zum Hochklappen. Und das ist das gute Stück. Wie gesagt, es sieht echt nicht aus wie 18 Booster, ne? Aber das sieht schon eher aus wie 18. Schauen wir mal. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Die kommen zur Seite. Und dann haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die kommen nochmal extra zur Seite. Wie gesagt, die sind für was anderes geplant. Und wir kümmern uns heute hier um diese guten 10 Booster. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe natürlich auf nice Puls. Wir machen mal Marshall Machomai, Lucario Melmetal, Gluak Reshiram, Gardevoir Sylveon, nochmal Lucario Melmetal, Marshall Machomai, nochmal Gluak. Zack, zack, zack. Okay, das heißt, die hier kommt zur Seite. Und die hier kommt zur Seite. Und wir fangen mit Lucario Melmetal an. Mit den 3 Stück hier. Ich bin echt gespannt. Ich habe absolut keine Ahnung. Aber ich würde einfach sagen, wir labern gar nicht lange drum rum und öffnen direkt. Ich habe schon direkt einen guten Pull gesehen. Und zwar das gute Traunfugil. Mittlerweile, Leute, ihr wisst, ich bin so krass in der Meta drin. Und ich kann euch einfach sagen, was gut ist, was schlecht ist, was Meta ist, was nicht so Meta ist. Wir gehen mal hier ein bisschen, zack, noch ein bisschen näher ran. Machen hier mal noch ein bisschen Platz. Zack, zack. Wir haben eine Feenenergie. Die ist Meta, die spielt man. Spielt man nicht. Spielt man nicht. Soll ich euch sagen, was für eine Karte ist oder ob man sie spielt? Kogas Falle kann man spielen. Traunfugil. Dann packe ich mal hier oben hin. Ich muss mir hier mal alles zusammen. So will ich das sagen. Kann man spielen. Das Mulung. Digga, eine Pflanze. Nee, die finde ich nicht gut. Da gibt es bessere Mulungs. Das Charmian kann man spielen. Das Digda kann man spielen. Das Quapsel spielt man nicht. Reverse Kandibana kann man spielen. Deswegen als Reverse-Karte sehr nice. Und Rihornior, ich weiß gar nicht. Es gibt ein Rihornior, was man in dem Müll, wie heißen die Decks? Ich weiß nicht genau. Wo man halt Karten vom Gegner auf den Ablagestapel werfen muss. Da spielt man ein Rihornior drin. Das Rizeros hier drin auf jeden Fall. Ich weiß aber nicht, ob es das Rihornior ist. Ich bin mir da nicht so hundertprozentig sicher. So, 4 nach vorne. Wir haben eine Psychoenergie. Wir haben Giovanni's Exil. Das spielt man. Ich weiß gar nicht, in welchen. Also es gibt Decks, wo man das spielen kann. Wir haben ein Georock. Wir haben Porygon 2. Wir haben Stolunio. Wir haben Sandan. Wir haben Nebulak. Wir haben Tangela. Wir haben Blutzug. Wir haben ein Reverse Quapsel. Und ui! Eine Full Art Kaguron-Karte. Kaguron leider eins der schlechteren GX-Karten. Aber nimmt man, würde ich sagen. Ich habe jetzt gerade gar keine Höhlen hier. Aber ist doch nur ein doofes Kargon. Nee, ist immerhin eine Full Art, ne? Sagen wir es, wie es ist. Ist eine Full Art. Das ist ganz nice. Ist immerhin ein Hit. Aber wie gesagt, es gibt so viele nice Karten. Und Kargon ist, glaube ich. Also meiner Meinung nach ist Kargon
die schlechteste Jax im ganzen Set. For real, ich glaube schon. Ich glaube tatsächlich schon, weil Kagoron ist nicht mal so gut, dass ich mir darum einen Fun-Deck bauen würde. Und es gibt einige Karten, mit denen ich mir Fun-Decks bauen würde. Wir haben eine Stahlenergie, wir haben Urwald Katagami. Erst bei dem bin ich mir auch immer noch unsicher, wie gut ich den finden soll. Ob man den eventuell wirklich spielen kann, ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Finsterstein kann man auf jeden Fall spielen. Apollo, Kramurx, Mirapla, Traunfugil, Mulung, Charmian, Reverse Mizunda und ein Stolos. Bei dem Mizunda bin ich mir auch unsicher. Es gibt irgendein Mizunda, was man spielen kann. So, wir gönnen uns die drei Marshadow Machomai Packs. Bin gespannt. Alter, wenn wir jetzt hier einen Reshizard drin ziehen, das wäre natürlich absolut Schmackofatz. Also das wäre wirklich insane. Ich habe bisher noch keinen Reshizard gezogen. Ich habe schon einige Booster geöffnet. Noch kein, nicht mal ein normales GX-Reshizard oder sonst irgendwas. Rein gar nichts. So, wir haben eine Stahlenergie. Wir haben einen Shillok. Wir haben einen Duflor. Ein Apollo. Ein Smogon. Ein Dodu. Ein Quapsle. Ein Parfi. Schlürpche. Und ein Knuffenser. Und unsere Rare ist ein... Oh mein Gott. Oh mein Gott! Yo, was? Okay, ich brauche eine Hülle. Ganz viele Grüße gehen hier raus an Present. Und damit geht eine weitere Rainbow auf unser Konto und dann auch noch eine Karte, die ich liebe. Die ich wirklich, also for real Leute, Greninja, Zorak, beides. Zorak war mal mein Signature, ist immer noch eins meiner Lieblings-Pokémon. Greninja liebe ich sowieso. Die Karte finde ich nice. Ich finde die super gut spielbar. Und die jetzt als Rainbow zu ziehen, da muss ich mal ganz, ganz, ganz dringend los. Ach du Heilige. Einfach eine saftige Rainbow. Okay, alles, was ich zu den 18er Displays gesagt habe, die sind top-notch. Ich habe gesagt, ich habe vorher, glaube ich, noch nie eins geöffnet. Ich bin mir nicht mal prozentig sicher. Aber Rainbow... Greninja und Zorak ist halt insane. Ich habe schon eine Full Art davon. Das heißt, das Deck ruft tatsächlich schon. Es ruft. Ich könnte mir, glaube ich, schon fast eins drum bauen. Ich glaube, dass man aber drei Stück spielt. Jetzt noch so ein Alternate Artwork da von Greninja und Zorak. Da würde ich natürlich nicht Nein sagen. Ne? Machen wir aber erstmal weiter. Ich muss erstmal hier runterkommen. Hol ich einfach eine neue Rainbow und dann auch noch. Ich habe schon einige Rainbows gezogen. Ich glaube, das ist jetzt meine fünfte oder sechste Rainbow. Und das ist einfach eine... Ja, ich habe bisher nur eine gezogen, wo ich sagen würde, yo, die ist richtig gut spielbar. Das ist Picarom Rainbow. Aber jetzt mit Greninja Zorak, holy shit. Da kommt auf jeden Fall eine neue aufs Konto. So, wir haben eine Elektroenergie, ein elektromagnetisches Radar. Wir haben einen Amphizzle. Wir haben einen Bestienbringer. Ein Flegmon. Ein Flammiau. Ein Sandan. Ein Kramurx. Ein Mirapla. Ein Reverse Mewtwo. Sehr, sehr nice. Das ist eine Reverse Rare und eine Karte, die ich tatsächlich nicht bad finde. Und ein... Holodonarion. Wenn eine Stadionkarte im Spiel ist, hat diese Pokémon keine Schwäche, okay? Kannst alle Elektroenergien von diesem Pokémon auf den Ablagestab legen. Wenn du das machst, fügt diese Attacke 100 Schadenspunkte mehr zu. Bin ich mir unsicher, ob man damit was machen kann? Wobei, theoretisch gesehen schon. Ich tue sie mal auf den Ablagestapel von Karten, die man eventuell spielen kann. Also ich kann mir etwas darunter vorstellen. Wenn ihr mehr wisst zu der Karte, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Habe ich natürlich selber noch nie gesehen. Auf der Ladder oder sonst irgendwo. Wir haben den Code. Wir haben 1, 2, 3, 4. So, dann haben wir... Alles. Ist halt jetzt... Leute, es ist egal, was jetzt noch kommt. Das ist halt jetzt schon genug für mich, for real. Also es kann halt auch legit nichts mehr kommen und ich bin absolut zufrieden damit. So, wir haben eine Bodenenergie. Wir haben ein Radikal. Wir haben eine Dreifach-Beschleunigungsenergie, eine Feenschmuck-Fähigkeit, ein Froxy, ein Krabox, ein Mirapla, ein Shigi, leider das Schlechte, ein Tentache, ein... Oh! Ein Reverse-Koplosio und ein X-Bart. Das X-Bart ist natürlich nicht so geil, aber das Reverse-Koplosio ist mehr als geil. Also, die Sache ist, die Koplosio ist schon nice in der aktuellen Meta, finde ich. Ist aktuell meine Lieblingskarte in der aktuellen Meta und die Karte als Reverse zu ziehen... ist halt wirklich insane, weil der Wert steigt dadurch natürlich automatisch. Und das ist, wie gesagt, eine beliebte Karte. Und das ist jetzt meine zweite Reverse von Koplosio. Deswegen absolut nice.
Ich bin jetzt schon insane zufrieden, aber machen wir natürlich weiter, weil wir haben immer noch 4 Booster. Und hier kann natürlich immer noch alles kommen, ne? Hier kann immer noch alles passieren. So, wir machen den Code zur Seite. Wir haben 1, 2, 3, 4. Oh, die hier ist schon gut gedamaged, die Rare. Das seht ihr wahrscheinlich. Oh Gott, bitte lass es nichts Gutes sein. Okay, wir haben eine Wasserenergie. Wir haben ein Kraftwerk, nice. Wir haben einen Steurak. Grünserkundung, ebenfalls eine sehr schöne Karte. Radfratz, Goldini. Flampion, Ganovil, Molunk. Der Reverse, Hackende Eispickel und... Ach, es ist nur ein Hypno. Es ist nur ein Hypno. Den Eispickel finde ich tatsächlich nicht so nice. Present sagt immer, dass man den spielen kann. Ich habe den noch nie gesehen. Ich bin ja nicht so der Fan von... Wir machen weiter mit Gardevoir Sylveon. Wir hatten eben schon Gardevoir Sylveon Pack, by the way. Hoffen wir einfach mal, dass in diesem Pack die Karte nicht gedamaged ist. Die Rare zumindest halt, ne? Ihr wisst Bescheid. So, der Call kommt zur Seite. 1, 2, 3, 4. Zack. Und wir machen weiter. Wir haben eine Feuerenergie. Wir haben einen Rabauz. Bei dem bin ich mir auch immer noch unsicher, wie gut ich den finden soll. Die Fähigkeit ist irgendwie weird, aber auch nicht schlecht. Wir haben die Tarnkappe. Wir haben Plaudergeil. Wir haben Dicta. Wir haben Quapsel. Iskala. Tentacha. Ups. Dramato, ein Reverse Krabi und ein Digtree. Die Gardevoir Sylveon Packs waren sehr schlecht. Aber wir haben noch 2 Reshizard Packs. Können wir noch ein Resh... Also, Leute, for real, das ist halt jetzt schon insane. Ich weiß nicht, wie die Rate bei den 18er Displays ist. Ich meine, wir haben jetzt schon 2 gute Pulls. Und eins davon ist halt einfach eine Rainbow. Da muss ich ganz dringend los. Deswegen, I don't know, ob jetzt in den anderen Packs noch irgendwie groß was drin sein kann. Oder halt, ich bin auch gespannt, was die anderen 8 Packs sagen, die ich halt zur Seite gelegt habe. Aber mal schauen. Wir haben eine Unichtenergie. Wir haben eine Kampfkunstschule. Wir haben einen Feenschmuck-Elektro, auch eine sehr, sehr schöne Karte. Gerade gegen Picarom, insane. Wir haben ein Quapuzzi, wir haben Tragosso, Grabox, Ganovil, Mirapla. Doch, ich hatte gerade kurz überlegt, Guardian hatte ich bisher noch keins gezogen, aber habe ich glaube ich schon eins. Ich glaube, es war im japanischen oder koreanischen. Bin mir nicht sicher. Wir haben ein Zubat. Wir haben ein Reverse Rare Genesect, bin ich auch kein Fan von der Karte. Und ein Sazenia. Auch ein nicht so geiles Pack, aber ein Booster Pack haben wir noch am Start. Ich bin gespannt, was wir bekommen werden. Ich habe gesagt, nach Greninja und Zorak, egal was wir ziehen, ich bin absolut zufrieden. Das ist halt insane. Okay, 4 Karten nach vorne. Aufpassen, dass wir jetzt nichts rausglitzern sehen. Wir wollen hier natürlich ungespoilert an die Sache rangehen. Wir haben eine Pflanzenergie. Wir haben einen Major Bob. Wir haben ein elektromagnetisches Radar. Ein Pi. Ein Shiggy. Ein Gihorn. Ein Radfratz. Ein Goldini. Ein Alola Dicta. Feenschmuckfähigkeit im Reverse. Sehr schön. Und ein Smetwo. Ist in Ordnung. Ich hab's gesagt, Leute. Ich hab gesagt, wenn wir nichts Krasses ziehen, ist es absolut fein, weil die tun wir mal weg. Nee, ich meine, es ist trotzdem eine Fullart, ne? Aber das macht es sofort wieder gut mit dem Rainbow Zorak Greninja. Ich habe irgendwie die ganze Zeit so das Gefühl, dass das Greninja so extrem lila ist. Und ich denke die ganze Zeit, ja, ist das shiny, aber shiny ist es ja gar nicht lila. Es erinnert mich immer an, in Smash hat Greninja so eine lila eine Farbe. Daran erinnert mich das. Aber Alter, holy shit, die Karte ist absolut insane. Ich liebe sie. Ich wollte sie von Anfang an in Rainbow ziehen. Ich habe es auf Twitter gepostet, bevor meine Booster und so weiter ankamen. Ich habe gesagt, ich will diese Karte in Rainbow ziehen. Und hier ist sie. Hier ist sie! Also, das ist auf jeden Fall not bad. Schöne Ausbeute, sehr, sehr schöne Ausbeute aus 10 Boostern. Absolut insane. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall sehr gerne eine positive Bewertung da. Das würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut und... Ciao, ciao.